Moin moin ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es soweit, die PMDG 737 hat es endlich geschafft, den Weg in den Microsoft Flight Simulator zu finden und ihre erste Version, die Boeing 737-700, können wir ab jetzt auf der PMDG Seite für knapp 70 Euro kaufen. Da eine Boeing sozusagen Neuland für uns alle ist, habe ich mir gedacht, wir machen eine kleine Tutorial-Reihe, in der wir uns diesen Flieger mal etwas genauer anschauen und ich euch so ein bisschen zeige, wie man den sicher von A nach B bringen kann. Vorweg ganz kurz, ich bin kein Pilot einer 737, auch ich lerne dieses Flugzeug aktuell noch, aber so wie wir das jetzt heute machen werden, kommt ihr sicher von A nach B und solltet ihr noch irgendwelche Anregungen über das haben, was wir hier machen, dann lasst es mich gerne noch in den Kommentaren wissen. Ansonsten zeige ich euch einfach mal die ganz grundlegenden Basics, wie ihr einen Flug mit Simbrief planen könnt und den dann in euer Flugzeug importieren könnt und das dann letztendlich auch abfliegt. Dafür haben wir uns heute einen schönen Flug rausgesucht. Wir stehen aktuell in Stuttgart und werden heute einen Flug mit der Germania machen, eine Fluggesellschaft, die es ja leider nicht mehr gibt, aber war einer der wenigen Operators, der eine 737-700 in Deutschland betrieben hat und deswegen geht es für uns heute von Stuttgart nach Hamburg. Mit der Videoreihe werden wir es so machen, dass wir die Videos Stück für Stück hochladen. Das heißt, zuerst kommt jetzt das Vorbereitungsvideo, dann kommt ein Taxi- und Takeoff-Video, dann kommt ein Cruising-Video, wo wir dann alles für den Anflug vorbereiten und dann kommt noch ein Anflug-Video inklusive Landung. Das soll euch die Möglichkeit geben, die Videos Step by Step gucken zu können und gegebenenfalls dann auch zwischen den Videos Kommentare dazulassen, sollten noch irgendwelche Fragen oder Wünsche offen geblieben sein. Lasst uns gar nicht lang weiter rumschnacken und ins Cockpit hüpfen und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Und in dieser Ansicht werdet ihr rauskommen, wenn ihr das allererste Mal eure 737 startet. Ich wollte auch ganz kurz vorwegschieben, wenn ihr das allererste Mal den Flieger reinladet, dann nicht wundern, das kann bis zu 15-20 Minuten dauern, denn das Flugzeug muss halt das allererste Mal in den Sim konfiguriert werden und das dauert ein Weilchen. Das ist übrigens auch bei jeder Variante wieder neu so. Das heißt, wenn ihr die Passagiervariante reinladet, das erste Mal dauert das ein Weilchen. Wenn ihr die Business Jet Variante reinladet, dauert das ein Weilchen. Und wenn ihr die Frachtvariante reinladet, dauert auch das ein bisschen. Sobald ihr aber das erste Mal reingeladen habt, sollte der Flieger dann die zweiten, dritten und so weiter Male dann umso schneller starten. Aus anderen Flugzeugen kennen wir das, wenn wir am Gate spawnen, dass das Flugzeug automatisch komplett ausgeschalten ist. Das ist hier in der PMDG nicht so, sondern wir müssen den Flieger erstmal selber in den Cold and Dark Modus bringen. Dafür müssen wir einmal hier runter in die MCDU gehen, können dann unter PMDG Setup hier verschiedene Panel States laden und da haben wir die Möglichkeit zum einen Cold and Dark auszuwählen. Was wir jetzt aber machen wollen ist Cold and Dark GPU. GPU steht für Ground Power Unit und die möchten wir gerne connected haben, während unser Flugzeug in Cold and Dark ist. Wir wählen also den Modus aus, drücken hier auf Execute, dann wird der State geladen. Und dann seht ihr, unser Flugzeug geht aus und so ist das Flugzeug in der Konfiguration, wie wir das normalerweise gewohnt sind. Um den Flieger jetzt erstmal anzuschmeißen, gehen wir in unser Overhead-Panel und suchen die Batterien. Die haben sich hier oben versteckt und um die einzuschalten, drücken wir einmal auf diese Klappe, dann wird automatisch der Schalter umgelegt und die Klappe geschlossen und dann bekommt der Flieger schon mal Strom von den Batterien. Diese Batterien sind zwar gut, aber nicht stark genug, das ganze Flugzeug zu bepowern und deswegen nehmen wir direkt unsere Ground Power Unit, die wir ja eben ausgewählt haben, mit dazu. Und dann fährt unser Flugzeug hoch. Als nächstes gehen wir in unser Upper Overhead Panel, also das obere Panel hier oben, und alignen unsere IRS, unsere Inertial Reference Systems. Die brauchen wir, dass unser Flugzeug weiß, wo es ist. Wir stellen beide Schalter auf NAV, dann kommt erstmal so ein orangenes Licht und dann dauert es einen kleinen Moment und dann sollte hier in weiß Align kommen. Und dann fahren die Systeme hoch, das Ganze kann aber auch, je nachdem wo man steht, bis zu 10 Minuten dauern. Ansonsten gehen wir eine altbekannte Runde im Overhead-Panel hier oben, unsere Flight Controls und Spoilers, da müssen wir erstmal nichts anfassen, solange hier die Klappen alle geschlossen sind. Hier brauchen wir auch nichts anfassen, die Fuel Pumps lassen wir aktuell noch aus, brauchen wir dann erst später für die APU. Unsere Lichter hier unten sollen alle aus sein, hier oben können wir unsere Generator steuern, aktuell laufen wir über die Ground Power. Die Standby Power ist auch geschlossen hier, das schaut alles gut aus. Dann können wir hier weitermachen und unsere Emergency Exit Lights armen. Also den Schalter in die mittlere Position legen, dann können wir die Klappe einmal schließen und dann gehen wie in jedem anderen Flieger auch die No Smoking und Seatbelt Signs an. Hier unten haben wir die Wiper, also unsere Scheibenwischer, die brauchen wir aktuell nicht. Hier oben ist Window Heat, das können wir auch gerne schon mal anmachen. Probe Heat brauchen wir jetzt noch nicht, Anti-Ice lassen wir auch noch aus. Hier sind unsere Hydraulic Pumps, die lassen wir auch erstmal unberührt und hier haben wir noch eine Indication, welche Türen aktuell offen sind. Rechts ist
das Drucksystem und die Versorgung für die Kabine mit Sauerstoff. Auch da müssen wir jetzt erstmal nichts anfassen. Und dann haben wir unsere Runde im Overhead fertig, sobald wir hier unten die Lichter kontrolliert haben. Die Position Lights sind auf Steady, das ist auch die Standardposition, wenn ihr den Flieger in Cold and Dark ladet. Und dann schaut alles hier oben gut aus. Jetzt, wo wir alle Systeme vom Flugzeug hochgefahren haben, können wir uns dran machen, die ganzen Daten in den Flight Management Computer einzugeben. Dafür klicken wir einmal links hier auf FMC, gehen dann auf Island und gucken einmal, dass wir zum einen das richtige Modell hinterlegt haben und zum anderen eine aktive Database haben. Das ist hier der Fall. Dann können wir also auf Position Init klicken und dann möchte der Flieger gerne wissen, wo wir aktuell unterwegs sind. Dafür können wir jetzt entweder unsere letzte Position nehmen, die kann sich der Flieger merken, je nach Ausstattung, oder wir können hier links einmal den Flughafen und unser Gate, in dem Fall die 45, eingeben und dann weiß das FMC automatisch, welche Koordinaten das sein müssten und die können wir übernehmen und hier unten eingeben. Sobald dann unsere IRS aligned sind, sollten wir dann auch hier unsere Map angezeigt bekommen. Weiter geht's mit unserer Route und dort geben wir jetzt zum einen unseren Departure Airport, in dem Fall Stuttgart, ein und unseren Destination Airport, das ist heute Hamburg. Jetzt gibt es die coole Möglichkeit, das FMC von der PMDG 737 mit SimBrief zu verbinden. Dafür wechseln wir einmal kurz rüber in SimBrief und ich zeige euch mal, wie ihr das vorbereiten könnt. So, das ist unser Flugplan in SimBrief, Germania Tour Alpha Charlie mit der Boeing 737. Und wenn wir unseren Flugplan erstellt haben, können wir hier nach unten scrollen. Es gibt zum einen die Möglichkeit, den Flugplan über den SimBrief Downloader herunterzuladen. Das ist dann ein externes Tool, was bei euch auf dem Computer läuft. Und darüber könnt ihr quasi die Dateien, die ihr ansonsten runterladen und von Hand einfügen müsst, direkt über diesen Downloader hinzufügen. Alternativ könnt ihr nach unten scrollen und findet dann hier zum einen den PMDG Flight Plan als .RTE, also als Root-Datei, den ihr hier runterladen könnt, und eine PMDG Wind Uplink-Datei, eine .Weather-Datei. Diese beiden Dateien müsstet ihr, wenn ihr den SimBrief Downloader nicht benutzt, manuell herunterladen und diese in den PMDG-Ordner einfügen. Das hier ist dieses Unterverzeichnis, das ihr eventuell auch manuell suchen müsst. Das findet ihr unter dem AppData-Ordner, unter dem üblichen Microsoft Flight Simulator-Verzeichnis und dann unter Local State, Packages, PMDG Aircraft und dann Work. Hier seht ihr zum einen jetzt den Unterordner Flight Plans. Dort würdet ihr eure .RTE-Datei einfügen. Und in dem WX-Ordner würdet ihr eure .WX-Datei einfügen. Wenn ihr das beides gemacht habt, dann könnt ihr schon wieder zurück ins Flugzeug wechseln und den Flugplan dort eingeben bzw. hochladen. Solltet ihr das nicht über SimBrief machen, könnt ihr die ganzen Daten natürlich auch von Hand in die MCU eingeben, ist aber allerdings ein bisschen mehr Arbeit. Wir haben unseren Departure und Destination Airport eingegeben und unseren Flugplan von SimBrief hinterlegt, also können wir jetzt hier auf Flight Plan Request drücken. Dann seht ihr, hat er die Route gefunden, Stuttgart nach Hamburg, 309 nautische Meilen. Das ist unser Flugplan, klicken wir also hier auf Select. Dann ist das hier kurz grau hinterlegt, dann müssen wir einen kleinen Moment warten. Und dann erscheint hier unten die Meldung, dass der Route Uplink ready ist. Dann klicken wir einmal hier auf Load und dann wird unsere Route hochgeladen. Sobald der Uplink ready ist, können wir hier auf Activate klicken und damit unsere Route aktivieren. Hier oben müssen wir jetzt noch einmal unsere Flugnummer eingeben, in dem Fall ist das die Germania 2 Alpha Charlie. Und dann sind wir mit unserer Route-Page schon fertig. Wenn wir jetzt hier unter Lex gucken, könnt ihr sehen, sind die einzelnen Wegpunkte, die wir später abfliegen wollen, alle hinterlegt. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist unsere Departure und unsere Arrival. Deswegen klicken wir hier auf den Departure-Arrival-Knopf, wählen für unsere Stuttgart Departure heute die Runway 25 und die Okiba 4 Bravo Departure. Und als Arrival wählen wir in Hamburg das ILS für die 2-3 über die Neugo One Papa Arrival und die Delta Hotel 657 Transition. Wenn wir das alles eingegeben haben, können wir einmal hier auf den Plan-Modus wechseln, ein bisschen rausscrollen und uns dann mal angucken, was wir da jetzt aktuell hinterlegt haben. Wenn ihr hier unten auf Next Page klickt, springt ihr zu den nächsten Lecks und könnt euch so euren Flugplan von Start bis Ziel einmal durchhangeln. In unserem Fall schaut das alles gut aus und wenn ihr zufrieden seid, drückt ihr hier unten einmal auf Execute. Damit wird die Linie dann von blau zu magenta und sie wird auch damit aktiv übernommen. Als nächstes wollen wir uns darum kümmern, dass unsere Passagiere und unser Sprit an Bord kommen. Dafür müssen wir einmal wieder zurück ins Menü und dann unter FS Actions. Hier können wir jetzt einstellen, wie viel Fuel wir mitnehmen wollen. In unserem Fall hat SimBrief vorgeschlagen, 5,5 Tonnen mitzunehmen. Ich nehme mal ganz gerne ein bisschen mehr mit. Wir tanken also heute 6 Tonnen und an Passagieren
haben wir heute dabei 127 Gäste. Je nachdem, in was für Einheiten ihr gerne unterwegs sein wollt, könnt ihr in den Einstellungen auch wählen, ob ihr Pfund oder Kilogramm in Einheiten möchtet. Dann haben wir unsere Gewichte soweit eingegeben. Als nächstes können wir auf die InEdRef-Seite gehen und auch hier einmal Performance InEd Request drücken, um uns die Daten von SimBrief herunterzuladen. Dann wird das Fenster hier wieder grau. Das dauert dann einen kleinen Moment. Und sobald die Daten dann verfügbar sind, können wir hier unten auf Load drücken, um die Werte hochzuladen. Wenn wir das Ganze dann mit Execute bestätigt haben, überprüfen wir die Werte einmal. In unserem Fall hat uns SimBrief heute Flightable 400 vorgeschlagen. Das ist durchaus ein bisschen hoch für den kurzen Flug. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen mal auf Flightable 360, können den Wert also hier durchaus nachträglich noch manuell anpassen und dann immer nicht vergessen, in der Boeing hier auch Execute zu drücken. Was dem Flieger jetzt noch ein bisschen helfen soll, seine Entfernungen und Geschwindigkeiten besser ausrechnen zu können, ist der sogenannte Cruise Wind. Den findet ihr in eurem Operational Flight Plan, den ihr mit SimBrief erstellt, meistens oben rechts in so einem kleinen Fensterchen. Da steht dann sowas wie Average Wind. In unserem Fall steht da 252 mit 54 Knoten. Das ist also der durchschnittliche Wind, den wir auf unserem Reiseflug zu erwarten haben. Geben wir die Werte jetzt einmal hier in unser Flugzeug ein, kann das Flugzeug mit diesen Werten dann später rechnen. Als nächstes müssen wir unsere Takeoff-Performance ausrechnen. Dafür gibt es irgendwann später in Zukunft noch ein Tool von PMDG selber. Aktuell haben wir die Möglichkeit noch nicht. Deswegen müssen wir da so ein bisschen improvisieren. Wir machen heute einen Derated Takeoff 2 und einen Derated Climb 2. Was es damit auf sich hat, da können wir gerne in einem anderen Video nochmal drauf eingehen. Das ist jedenfalls eine Möglichkeit, hier den Schub, so wie wir das auch aus dem Airbus kennen, zum Start ein bisschen zu reduzieren. Allerdings ist das System bei der Boeing ein bisschen ein anderes, also man kann es nicht ganz 1:1 mit dem Airbus vergleichen. Als nächstes gehen wir auf Takeoff und können hier das Klappensetting auswählen. Das würde uns normalerweise das Tool machen, allerdings haben wir das noch nicht und wählen jetzt einfach mal einen Flaps 5 Takeoff. Klicken hier einmal neben das CG, dass der Wert übernommen wird. Dann erhalten wir nämlich hier auch unseren Takeoff-Trim, den wir gleich noch einstellen müssen, und alternativ schlägt uns auch die PMDG hier Geschwindigkeiten vor. Die sind erfahrungsgemäß auch ganz gut, also können wir einmal mit so einem Rechtsklick daneben die Gewichte übernehmen und dann seht ihr, wir haben einen Takeoff-Weight von 59,5 Tonnen und eine Trimmung von 6,87. Diese Trimmung müssen wir jetzt hier unten einstellen. 6,87 wäre also so ungefähr hier und bis dahin müssen wir das jetzt runtertrimmen. Im Airbus ist man so ein bisschen verwöhnt, da muss man sich um Trimmung keine großen Gedanken machen. Man setzt zwar zum Takeoff einmal die Trimmung, aber ansonsten passiert da nicht viel. In der Boeing ist das anders. Da müssen wir uns selber zum Start darum kümmern, dass unser Takeoff-Trim gesetzt ist, so wie im Airbus, müssen aber dann auch während des Fluges auf die Trimmung achten. Das heißt, wenn wir den Flieger selber in der Hand haben, müssen wir auch selber uns um die Trimmung kümmern. Wir haben jetzt unsere Trimmung eingestellt, das sollte so ganz gut passen. Und dann können wir weitermachen in unserem Computer. Wenn wir jetzt eben schon bei Winden waren, die wir in unser Flugzeug eingeben können, können wir dem Flugzeug auch jetzt schon mal sagen, wie der Wind später im Anflug sein wird. Das ist insofern hilfreich, dass das Flugzeug dann den Descent besser kalkulieren kann. Dafür klicken wir einmal hier auf Descent und dann auf Forecast und können auch hier wieder unsere Descent Winds requesten. Es dauert dann wieder einen kleinen Moment und dann können wir wieder über die Load-Funktion die Winde hier in das Flugzeug übernehmen. Wenn der Uplink ready ist, drücken wir hier auf Load und dann lädt das Ganze hoch. Wenn wir möchten, können wir hier auch schon mal unser Transition Flight Level eingeben. In unserem Fall ist das heute Flight Level 60. Und wenn ihr dann damit zufrieden seid, drücken wir hier einmal auf Execute und dann sind die Winde hochgeladen. Nachdem wir unsere Daten jetzt hier alle in das FMC eingegeben haben, müssen wir noch ein paar Werte in unseren Autopiloten eindrehen. Dafür gehen wir nochmal hier unter N1 Limits auf den Takeoff und merken uns unsere V2 135 Knoten. Die drehen wir hier bei unserer Indicated Airspeed an. Bei Heading hier drüben wählen wir das aktuelle Runway Heading. Wir starten heute in Stuttgart auf der 25, also müsste das Heading irgendwas in Richtung 250 sein. Genau genommen 252 Runway Heading. Der Initial Climb in Stuttgart 5000 Fuß, auch den drehen wir hier ein und dann haben wir unseren Autopiloten auch vorbereitet. Zusätzlich schalten wir hier noch die Flight Directors an und können auch LNAV und VNAV schon mal armen. Damit würde ich sagen, beenden wir das heutige Video. So viel also zur Flugvorbereitung in der Boeing 737 und das nächste Mal gucken wir uns dann an, wie wir den Flieger bereit zum Starten bekommen. Vielen Dank fürs Anschauen vom Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne auch bei meinen Twitch-Livestreams vorbei. Da fliegen wir regelmäßig dieses Flugzeug und da können wir auch direkt quasi face-to-face diese Fragen beantworten.
Ansonsten lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg beim Nachfliegen und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.